Herzlich willkommen aus dem neu renovierten Saal des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe zum diesjährigen Verfassungsgespräch. Wir sprechen heute vielleicht über das wichtigste Thema, das man in einem solchen Raum überhaupt besprechen kann. Die Frage, wie geht die Demokratie mit ihren Feinden um, mit denen die Rechtsstaat und Meinungsfreiheit aushebeln wollen? Darf sie einigen die Freiheitsrechte entziehen, um sie für andere zu garantieren? Vor 200 Jahren gingen die französischen Revolutionäre mit dieser Frage radikal um. Sie riefen keine Freiheit für die Feinde der Freiheit und dann rollten ganz einfach Köpfe. Das Grundgesetz hat einen etwas zivileren Weg gefunden. Es hat die Idee der wehrhaften Demokratie entwickelt. Dazu gehört, was nicht selbstverständlich ist, dass Parteien und Vereinigungen verboten werden dürfen, dass einzelnen Bürgern Grundrechte aberkannt werden können und dass der Staat Instrumente hat, den Verfassungsschutz, Geheimdienste, der die Bürger überwachen darf. Unser Thema heute bei den Verfassungsgesprächen hier in Karlsruhe, das Grundgesetz und seine Gegner, wie schützen wir unsere Verfassung? Und ich freue mich auf diese Gäste. Olaf Scholz ist bei uns, Bürgermeister der, das beeindruckt mich immer, Freien und Hansestadt Hamburg. Sie werden merken, das Stichwort frei ist Konzept. Stanislav Tillich, Ministerpräsident des Freistaates Sachsen. Auch Ihnen herzlich willkommen. Astrid Lorenz ist Professorin für das politische System der Bundesrepublik Deutschland und Europas an der Uni Leipzig. Auch Ihnen willkommen. Herr Reinhard Müller leitet bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung das Ressort Staat und Recht. Willkommen. Und ich freue mich auf Uwe Volkmann, Professor für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie in Frankfurt am Main. Herr Scholz, Hans Kelsen war einer der bedeutendsten Juristen des vorigen Jahrhunderts und er hat sinngemäß geschrieben, die Demokratie müsse auch auf ihre Vernichtung gerichtete Bewegungen dulden, damit sie sich nicht selbst verrät. Hat Kelsen recht gehabt? Wir haben ja Schlussfolgerungen aus den Erfahrungen der Weimarer Republik und ihrem Untergang gezogen und zu diesen Schlussfolgerungen gezählt, dass man sich nicht alles gefallen lassen muss letztendlich. Das hat seinen Ausdruck gefunden in einer ganzen Reihe von Entscheidungen, zum Beispiel auch der Möglichkeit von Parteienverboten. Insofern sehen wir die Dinge sicherlich heute etwas anders als der große Rechtsgelehrte, den Sie da eben zitiert haben. Also es ist keine Größe, wenn der Staat mit seinen Gegnern tolerant ist, weil es ein Kennzeichen des Staates ist. Doch, es ist eine Größe, dass er mit seinen Gegnern tolerant umgeht. Das tut er ja auch. Aber das heißt nicht, dass alles geht. Herr Tillich, wie sehen Sie das? Ja, wir haben ja das Grundrecht auf Meinungsfreiheit, was ja in Deutschland auch von allen möglichen auch politischen Anschauungen immer wieder auch deutlich wahrgenommen wird. Und deswegen glaube ich, dass schon eine wehrhafte Demokratie auch diese Art von auch Willensäußerung letztendlich auch einerseits gewährt, aber andererseits natürlich auch damit konsequent auch umgeht, indem es eine Gesellschaft gibt, die sich dann auch zu solchen Fragen dann auch wiederum äußert. Demokratie lebt ja von Teilhabe und nicht von Zuschauen. Und ich glaube, das ist dann genau das Spannende, inwieweit die Gesellschaft auch auf solche Äußerungen, auf solche politischen auch Statements reagiert und wie sie damit letztendlich auch umgeht. Gut, das klingt sehr zufrieden. Herr Volkmann, ich spitze es mal zu. Die Demokratie lebt davon, dass die Gesellschaft offen über alles entscheiden kann, selbstbestimmt. Nur über die Demokratie selbst darf nicht abgestimmt werden. Ja, das war ja das, was Kelsen kritisierte. Kelsen sagte ja, wir müssen im Grunde jede Bewegung, auch eine auf Vernichtung der Demokratie gerichtete Bewegung dulden. Und er schloss das ab mit dem Satz, man muss seiner Fahne treu bleiben, auch wenn das Schiff untergeht. Das ist schon eine bemerkenswerte Formulierung. Es ist vielleicht ganz hilfreich, ein anderes Zitat dagegen zu stellen, und zwar von Joseph Goebbels. Der hat im Grunde genau daran angeknüpft und gesagt, wenn die Demokratie so dumm ist, uns für ihre Bekämpfung Freifahrkarten und Diäten zu spendieren, dann nehmen wir diese Einladung an und er schloss mit dem Satz, wir kommen nicht als Freunde, wir kommen als Feinde, wie der Wolf in die Schafherde einbricht, so kommen wir. Und das bringt im Grunde dieses
Dilemma zum Ausdruck, wenn die Demokratie sich selbst auch für ihre Feinde öffnet, dann bleibt am Ende von ihr wenig übrig. Und man kann diese Grundentscheidung für die wehrhafte Demokratie theoretisch relativ leicht rechtfertigen, indem man sagt, es gibt Prämissen, unter denen Demokratie stattfindet und bestimmte Themen verhandelt werden, und es gibt die Themen, über die verhandelt wird. Aber die Prämissen, die stehen dann eben im politischen Prozess selbst nicht zur Disposition, sondern das sind die Regeln, unter denen das Spiel stattfindet, und die muss jeder Teilnehmer des Spiels erstmal akzeptieren. Also insofern ist die theoretische Ausgangslage, würde ich sagen, heute geklärt. Die Probleme zeigen sich, da kommen wir noch drauf, bei der praktischen Anwendung und Umsetzung. Die Instrumente, Herr Müller, die das Grundgesetz dazu hat, sind geprägt von der damals sehr jungen Erfahrung des Endes der Weimarer Republik. Unsere Erfahrung ist heute, dass es auch politischen Extremismus gibt, aber dass er es doch, wenn man insgesamt auf das Bundesgebiet guckt, nicht wirklich zu großer politischer Kraft in den Parlamenten gebracht hat. Kann man da heute nicht gelassener sein und sagen, die Demokratie kann sich auf ihre eigene Überzeugungskraft verlassen? Kann man. Ich würde auch sagen, das Grundgesetz trägt die Möglichkeit des Scheiterns in sich, wie jede liberale Verfassung. Es setzt eben auf die Kraft des Arguments. Man darf ja auch in Karlsruhe dafür demonstrieren, für eine Werteordnung, auch nach Ansicht des Verfassungsgerichts, die diametral der unsrigen entgegensteht. Man darf der Meinung sein, dass wir das System abschaffen müssen, bis zu einer gewissen aggressiv-kämpferischen Grenze. Und ich glaube schon, dass die Erfahrung zeigt, dass wir mit dieser Kraft des Arguments ganz gut gefahren sind. Man muss eben auch den Feind der Freiheit lassen. Trotz dieser, es wurde ja angesprochen, das Verwirkungsverbot hat kaum Bedeutung, Parteiverbot eigentlich bisher auch nicht so recht. Und damit ist die Bundesrepublik ganz gut gefahren. Und ich glaube auch, sie würde auch noch weitere Herausforderungen schlimmerer Art, von denen wir hoffen, dass sie nicht geschehen, aushalten können, nach den bisherigen Erfahrungen, auch mit dem RAF-Terrorismus und auch mit den bisherigen Erfahrungen des islamistischen Terrorismus. Also im Zweifel doch viel Freiheit für die Feinde der Freiheit, und das ist gut so. Ja, aber die Zähne sind da, die das Grundgesetz zeigt, in den Punkten, die wir genannt haben, Frau Lorenz. Braucht man die Zähne heute noch? Ja, natürlich. Demokratie muss sich immer gegenüber ihren Feinden immer wieder beweisen. Wir sehen, dass es immer wieder neue Gegner mit neuen Zielen gibt, ja, der Demokratie. Ich würde gerne noch anmerken, dass Demokratie sich so eng anhört. Also die Demokratie wird geschützt als Werf der Demokratie. Man kann Demokratie ganz unterschiedlich mit Leben füllen, und auch seit der Gründung der Bundesrepublik hat die ganz unterschiedlich funktioniert. Wir sehen es für Deutschland, und wenn wir international vergleichen, die Demokratien, ist es auch sehr unterschiedlich. Eine Demokratie muss sich auch immer wieder verändern. Dafür braucht sie auch Freiheit. Ja, und das ist, glaube ich, einer der Hauptkonflikte, mit denen wir da zu tun haben. Wir brauchen die Freiheit, immer wieder darüber zu verhandeln, wo wollen wir eigentlich hin, was macht unser Gemeinwesen aus und was macht auch Demokratie aus. Machen wir es mal konkret. Die Stichworte sind gefallen. Das Parteiverbot ist ein ganz zentrales Instrument. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts hat erwähnt, dass das am Anfang der Bundesrepublik zweimal virulent war, bei der SRP und bei der KPD damals. Im Moment haben wir es wieder mit einem NPD-Verbotsverfahren hier in Karlsruhe zu tun. 2003 gescheitert, 2013 vom Bundesrat erneut eingebracht. Herr Tillich, warum muss die NPD verboten werden? Ja, zum einen, wir haben ja darüber seit 2003, auch aus den Erfahrungen von 2003 und den damaligen auch Entscheidungen, letztendlich nicht nur das aufmerksam verfolgt. Wir haben aber gleichzeitig auch eine Situation gehabt, dass die NPD ihrerseits auch, so wie Sie es gerade auch in dem Zitat hier mit angedeutet haben, sich auch letztendlich vermocht hat, politisch zu etablieren. Sie über Strukturen und über Finanzierungen verfolgt, die durch den Steuerzahler erfolgen. Gleichzeitig wissen wir, dass eine Auseinandersetzung mit einem Gedankengut, was rechtsextremistisch, was aggressiv-kämpferisch ist, das ist ja die Begründung, die wir mit Hilfe auch der Arbeit unserer Innenminister letztendlich als Ministerpräsidenten so bewertet und dann zum Antrag gebracht haben als Verbot vor dem Bundesrat, dass die Situation die ist, dass wir sagen, also einerseits bleibt uns die Aufgabe als wehrhafte Demokratie die Auseinandersetzung mit dem Gedankengut, die ist täglich notwendig, aber andererseits haben wir natürlich auch Organisationsstrukturen beziehungsweise die Möglichkeit der Organisationsstrukturen. Und bemerkenswert will ich zumindest nur sagen, also wir hatten ja die NPD bis zum letzten Landtagswahl im Sächsischen Landtag. Bemerkenswert war, dass selbst die NPD ihrerseits das Risiko vor dem Bundesverfassungsgericht insofern gesehen hat,
dass nachdem wir den Antrag gestellt haben, also dann, das können Sie in den Landtagsprotokollen verfolgen, sie sich wesentlich anders geäußert hat. Das heißt, sie hat versucht, keine weiteren Anlässe mehr zu liefern. Also keine weiteren, das muss ich noch mal einschränken, aber zumindest weniger Anlässe zu liefern. Das alleine war schon also auch verblüffend, wie schlagartig die Partei damals auch reagiert hat. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich halte es nach wie vor für richtig, dass wir diesen Antrag gestellt haben, weil es eben auch aus meiner tiefen Überzeugung auch darum geht, eben diese Strukturen zu zerschlagen und die Nachweise bzw. das, was seitens des Bundesverfassungsgerichtes von uns verlangt wird, hoffen wir in ausreichender Art und Weise also auch erbracht zu haben, sodass wir jetzt einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes natürlich entgegensehen. Überzeugt Sie das, Frau Lorenz? Man muss Demokratie immer von der Gesellschaft her denken. Ja? Also es gibt die Waffen des Rechts, oder die Waffe des Rechts, das Recht als Instrument. Aber letztendlich müssen wir die Demokratie als gesellschaftliche Ordnung denken. Wir brauchen die Menschen, die sich wehren gegenüber den Feinden der Demokratie. Und Herr Tillich sagte richtig, Gegner der Demokratie werden teilweise aus Steuergeldern und nicht zu knapp finanziert, weil sie als Parteien agieren, in diesem Falle ja auch. Und man muss es mal so offen sagen, jeder Nichtwähler, jede Nichtwählerin, wenn sie nicht direkt Anhängerin der NPD ist beispielsweise, unterstützt ja das Hereinkommen sozusagen der NPD in Parlamente, ja, und stützt im Grunde auch die Steuerfinanzierung dadurch. Ja, und alle haben eine Verantwortung, alle Menschen. Ja, und wir dürfen jetzt nicht einfach nur aufs Bundesverfassungsgericht schauen, wir dürfen nicht auf die Landesregierung nur schauen, die den Verbotsantrag eingebracht haben, sondern wir sind alle Bürgerinnen und Bürger dieser Demokratie und müssen darüber nachdenken, wie viel lassen wir zu. Ich glaube, dieser Gedanke ist bei vielen einfach nicht im Kopf, dass zum Beispiel Nichtwahl einfach extreme Kräfte und die Steuerfinanzierung randständiger Kräfte, weil sie in den Parlamenten sitzen, fördert. Wenn ich kurz anmerken darf, das Instrument ist ja wichtig und richtig und vielleicht hat ja die NPD auch den Charakter einer aggressiv-kämpferischen Partei, die man vielleicht verbieten muss. Was einen nur wundert, ist, warum plötzlich die Idee bei Politikern, die NPD zu verbieten, gekommen ist. Das war beim ersten Anlauf so, das war beim zweiten Anlauf so. Da hat einer eine Idee, wir müssen was tun, wird auch so berichtet von den Getreuen. Und dann kann sich kaum einer dem widersetzen, weil man kann ja nicht dagegen sein. Und jetzt im zweiten Anlauf ist ja auch nicht mehr eine Karawane von drei Verfassungsorganen, sondern nur noch eins übrig geblieben. Und man fragt sich schon, das kam auch zum Zeitpunkt, als der NSU-Terror hochpoppte, leider, wo man sich fragte, was hat das damit zu tun? Hat sich auch herausgestellt, hatte wohl nicht viel damit zu tun. Es wird aus Gründen der parteipolitischen Tagesopportunität im Grunde so ein Verfahren eingebracht. Und da fragt man sich schon, ist das das Instrument, um die Werft der Demokratie hier zu demonstrieren? Oder ist das sozusagen auch entlastend, viel einfacher, als sich im Osten zum Beispiel um die Leute zu kümmern, die diese Partei in die Landtage bringen? Herr Schwarz. Ich widerspreche entschieden. Die Entscheidung, einen NPD-Verbotsverfahren auf den Weg zu bringen, ist nicht aus einer politischen Laune entstanden oder weil einer die Idee hatte und dann keiner Nein sagen mochte. Das ist schon ein etwas merkwürdiges Bild über die Entscheidungsprozesse, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen. Sondern tatsächlich ist es so, dass die Länder, und vielleicht ist das auch der Grund, warum die Länder den Antrag eingebracht haben, ja die Bundesrepublik ausmachen. Die sind ja vor Ort, da wo dann ein reales Geschehen zu beobachten ist. Und wir lesen das in den Zeitungen, wir sehen das im Fernsehen, um jetzt gar nicht die ganzen Details des Verbotsantrages da zum Gegenstand zu machen. Es gibt Gegenden in Deutschland, wo sich nicht jeder sicher sein kann, sogar manchmal Bürgermeister, dass sie nicht also von einem Milieu bedroht werden, das ihnen den Auftritt in der Öffentlichkeit nur noch eingeschränkt möglich macht. Und das ist eigentlich eine Situation, die wir in Deutschland überhaupt nicht zulassen dürfen. Und da helfen dann hehre Appelle, dass man irgendwie gute Argumente haben sollte, auch nicht, sondern wir müssen etwas dagegen tun. Das Parteienprivileg ist eine ganz große, wichtige Errungenschaft des Grundgesetzes und unserer demokratischen Verfassungsordnung. Und es geht ja letztendlich zunächst mal darum, den Schutz des Parteienprivilegs einer Organisation, die nicht nur da ist, sondern tätig gegen die Verfassung handelt, zu entziehen, damit man besser all diese Operationen und Vorgänge bekämpfen kann. Das, was wir vorgetragen und beobachtet haben, ist, dass genau das geschieht, dass unter dem Schutzmantel des Parteienprivilegs Verabredungen und Entscheidungen und Prozesse sich ereignen, die für unsere Demokratie eine Bedrohung sind und dass wir das loswerden müssen. Aber warum waren Bundestag und Bundesregierung nicht so überzeugt, dass sie sich angeschlossen haben? Die hätten auch das Recht.
Haben sie nicht. Und das gab viele Gründe, die man in jeder Zeitung, auch der FAZ, nachlesen konnte. Also insofern will ich darüber jetzt gar nicht spekulieren und welche Hineingeheimnissen, die weniger offensichtlich sind als die offensichtlichen. Tatsächlich will ich aber auf das Argument zurückkommen, das ich eben gesagt habe. Die Bundesrepublik Deutschland besteht aus 16 Ländern. Die anderen Verfassungsorte sind kein Ort, wenn ich das mal so sagen darf. Die 16 Orte der Bundesrepublik haben gesagt, wir merken, hier ist was los. Das wollen wir nicht mehr akzeptieren. Ich will das noch mal gerne wiederholen. Bei der NPD sind ja nicht Leute einfach in ihrem dumpfen, braunen Denken so da, sondern die tun auch noch was. Und das, was sie tun, das wollen wir uns und den Bürgern und Bürgern dieses Landes nicht mehr, das wollen wir nicht mehr geschehen lassen und das müssen wir verhindern können. Und das können wir nur mit dem Verbot erreichen. Sie sind dran, Herr Volkmann. Ich will nur vielleicht noch mal die Gedanken zusammenfassen, die wir bisher hatten. In der ersten Runde haben Sie alle erklärt, dass Sie zwar zur wehrhaften Demokratie stehen und sie für wichtig halten, dass es aber wichtig ist, dass nur äußerstenfalls der Staat die Mittel nutzt, die dafür gegeben sind und eigentlich die Gesellschaft selbst so stark sein muss, dass sie die Demokratie verteidigt. Ich habe jetzt vor allen Dingen Argumente gehört, warum die NPD verfassungsfeindlich ist und gefährlich und ein Problem ist, dass man sie bekämpfen muss. Mich würde mehr die Frage interessieren, muss es dieses Mittel sein? Denn nach dem Grundgesetz ist das Parteiverbot ja auch relativ hoch angesetzt, also hat relativ hohe Hürden. Das ist sowas wie ja, die allerletzte Möglichkeit. Manchmal muss man ja nicht den höchsten Trumpf spielen, den man hat. Herr Volkmann, also als letztes noch, die Wähler in Sachsen haben ja im Übrigen entschieden. Beim letzten Mal nur 4,9%. Also das ist ja auch, wenn es viele Nichtwähler gab, ist es die Entscheidung, die NPD ist nicht mehr im Landtag. Herr Volkmann, muss man dieses letzte Mittel, diesen höchsten Trumpf nehmen? Also ist mir fast etwas unangenehm, dass ich in der Tendenz eher Herrn Müller zur Seite springen muss. Warum? Nein, es ist schon so, doch, die FAZ ist schon auch meine Zeitung. Noch mehr Bekenntnis. Es ist schon so, dass das Verfahren einen in ein gewisses Dilemma stellt. Also man konnte vorher streiten, soll man das machen, soll man es nicht machen. Jetzt ist es eigentlich so, wo das Verfahren einmal anhängig ist, ist man in der Situation, wo man eigentlich sagt, es darf auch nicht scheitern. Also wenn es scheitert, das wäre nun wirklich der größte anzunehmende Unfall, dann wäre das Instrument, das als Damoklesschwert seinen guten Sinn macht, im Grunde endgültig tot, so wie das auch vor dieser Entscheidung schon oft gemutmaßt worden ist. Wenn man jetzt aber andererseits fragt, was ist der praktische Nutzen des Parteiverbotes, dann würde ich sagen, ist das doch ein sehr begrenzter. Also wir müssen sehen, dass das Parteiverbot ja nur eines von vielen Instrumenten eines vorsorgenden, vorbeugenden Staats- und Verfassungsschutzes ist, der ganz früh anfängt bei der Wirtschafts- und Sozialpolitik, die irgendwie soziale Härten versucht abzufedern, bei einem Wahlrecht, das über die 5%-Klausel schon wenigstens auf Bundes- und Landesebene noch relativ zuverlässig dafür sorgt, dass extremistische Gruppierungen aus den Parlamenten herausgehalten werden, bei einem politischen Strafrecht, das zunehmend in den Dienst gegen Rechts genommen worden ist, bei den Aktivitäten der Verfassungsschutzämter, die insgesamt bei Anlügen, die wir haben, dazu führen, dass wir über den politischen Extremismus eigentlich so gut informiert sind wie nie zuvor in unserer Geschichte. Wenn man jetzt fragt, was soll da das Parteiverbot, muss man sagen, ist es eigentlich im Vergleich zu diesen viel, viel subtileren und feineren Instrumenten doch ein recht grober Klotz und vielleicht auch, wie das ein Theoretiker des Ausnahmezustands mal über diesen gesagt hat, irgendwie etwas Altmodisches geworden. Und der Sinn ist vielleicht dann, ja, wenn ich das ketzerisch sagen darf, der Sinn ist vielleicht dann auch gar nicht so dieser praktische Nutzen, sondern es geht auch vielleicht um so eine Selbstvergewisserung unserer eigenen Identität. Worin besteht die? Was ist das, was uns verbindet, was uns zusammenhält? Wenn wir dann mal gucken, so viel ist das gar nicht mehr. Das religiöse Leben ist pluralisiert, die Nationalidee zerfasert, der Staat löst sich auf, die wirtschaftliche Lage wird auch unsicherer. Was hält uns eigentlich alle im Grunde zusammen? Und da landen wir am Ende doch immer bei diesen zentralen Werten und Prinzipien unserer Verfassung: Menschenwürde, Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, die sind aber eben auch relativ blass. Und die brauchen vielleicht ab und zu auch mal die Vergewisserung gegen das andere, gegen den Gegner, den es da auch gibt. Und es geht dann vielleicht auch um eine Selbstvergewisserung in dieser eigenen Identität, um einen Akt der symbolischen Wertbekundung. Das sind wir und das sind die anderen. Das beziehen Sie auf das NPD-Verfahren, ja, ein Akt der symbolischen Wertbekundung, ja, das sozusagen schon, ja, Staat und Gesellschaft wieder zusammenschweißt. Das Schöne an solchen interessanten Gesprächsrunden ist, dass Wissenschaftler und Journalisten einem immer erzählen, was einem eigentlich bewegt. Also, da ist man oft ganz erstaunt. Also das würde ich gerne dazu sagen.
Und in diesem Fall kann ich sagen, nein, das bewegt mich bei dieser Frage nun gar nicht. Sondern, um es etwas vereinfacht zu sagen, wäre die NPD keine Partei, sondern eine Organisation, die tut, was sie tut und unternimmt, was sie unternimmt, hätten wir sie alle schon verboten, als Länder oder der Bund. Das dürfen wir aus gutem Grund nicht, weil sie den Schutz haben, Partei zu sein. Aber weil wir sehen, dass da schlimme Dinge gemacht werden, weil es nicht gut ausgeht, was dort passiert. Und dieser Schutz gewissermaßen es ermöglicht, Sachen weiterzumachen, die, wenn man nur ein Verein wie andere wäre, nicht gemacht werden dürften, brauchen wir das Verbotsverfahren. Darum haben wir es angestrengt. Herr Tillich, es ist ja so, für den Begriff vom groben Klotz des Parteiverbotsverfahrens ganz putzig, es ist ja so, dass die Länder nicht nur diesen groben Klotz in die Hand genommen haben, sondern sehr viel feinere Werkzeuge, die auch der Wehrhaftigkeit der Demokratie dienen, dem Verfassungsschutz und seine V-Leute, verdeckte Ermittler. Und das Verfahren vor 12 Jahren ist gescheitert, weil der Staat nicht nur den Klotz nehmen wollte, sondern die Länder bis in die Vorstände der NPD-Gliederungen hinein Informanten sitzen hatten. Warum braucht man die? Warum, wenn man sie einsetzt, warum reichen dann nicht die Fahndungsinstrumente? Also zum einen erstmal, vielleicht damit hier nicht ein falscher Eindruck stehen bleibt, wir hatten im Prinzip in der Auseinandersetzung mit den Rechtsextremen der NPD mit dem Verfassung, mit dem Parteienverbot angefangen, sondern umgekehrt wird ein Schuh daraus. Also das heißt, ich habe ja auch eingangs gesagt, es geht da um die argumentative Auseinandersetzung. Es geht darum, die Bürger wehrhaft zu machen, indem sie sich auch solchen, ich sage jetzt mal Ideologien, solchen Weltanschauungen ausstellen, dass sie mit den Kollegen am Arbeitsplatz darüber diskutieren und es nicht zulassen, dass sich das verbreitert. Und trotzdem bleibt es dann eine Angelegenheit, dass ich, und das darauf zielte meine Bemerkung hin, wir mussten in Sachsen lernen, dass in 2004 sich die gesamte rechtsextreme Szene in der Bundesrepublik Deutschland zusammenzog und in Riesa ihr Zelt aufschlug. Und von da aus versucht hat, dieses Bundesland zu kapern und das Nachbarbundesland Brandenburg, was hier ja im gewissen Sinne damals 2004 durch die DVU in Brandenburg und die NPD in Sachsen auch gelungen ist. In Absprache nicht gegeneinander anzugehen. Genau, und zum ersten Mal in Absprache der rechtsextremen Parteien, die sonst überall mit 1,2% durchgegangen sind, haben die gegenseitig verzichtet anzutreten und haben sich da etabliert. Also das heißt, da ist ein wirklich strategisches Vorgehen auch der Rechtsextremen zu verfolgen gewesen. So, und deswegen argumentiere ich auch immer wieder dafür, dass es für mich im Prinzip neben dieser Auseinandersetzung mit den Argumenten und mit den Weltanschauungen natürlich auch wichtig ist, das, was Herr Scholz gerade sagte, dass wir einerseits natürlich das Parteienverbot auf Bundesebene haben und andererseits auf der Landesebene eben Kameradschaften oder Vereinigungen zerschlagen oder verbieten können, damit auch zerschlagen können. Und wir auch in Sachsen, wir haben 4 verboten in den letzten Jahren, angefangen mit der Skinhead-Sächsische Schweiz, zuletzt die Nationalen Sozialisten in Döbeln und dabei immer wieder festgestellt haben, dass das auch eine nachhaltige Wirkung hat. Die gründen sich nicht automatisch neu. Es gibt doch dieses Märchen, dass die gründen sich dann sofort wieder neu, haben noch sofort wieder neue Strukturen. Nein, wir haben auch über die Instrumente, die wir haben, also Sachsen hat sich ein operationelles Abwehrzentrum Rechtsextremismus gegeben im Jahr 2013, wo wir den Leuten auch permanent auf den Füßen stehen. Das heißt also, sie können auch selbst durch polizeiliche Arbeit im Prinzip, also denjenigen, die sie also quasi auch repressiv begegnen wollen, also präventiv das eine und dann repressiv das andere, letztendlich auch das Leben nicht nur schwer machen, sondern sie können sie letztendlich auch daran hindern, sich weiter entweder als rechtsextreme Vereinigung zu betätigen, beziehungsweise sich wieder neu zu organisieren. So, jetzt die Frage zum Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz hat eine ganz andere Aufgabe, also als zum Beispiel eben ein operatives Abwehrzentrum. Das eine ermittelt im Vorfeld und das andere reagiert. So, und wenn ich ja quasi möchte, dass eine Demokratie wehrhaft ist, muss ich natürlich darauf auch achten. Und das ist nicht eine Rolle nur der Länderverfassungsschutzämter, sondern das haben wir ja gerade auch auf der Ebene des Bundes, dass wir uns die Frage stellen, von wo kommt im Prinzip die Gefahr für die Demokratie? Sie kann von innen und sie kann von außen kommen. Und dazu brauche ich letztendlich auch die Möglichkeiten der Ermittlung. Ich brauche aber genauso, und das ist eine Erfahrung, die kann ich jetzt zumindest hier zum Besten geben. Ich bin 30 Jahre alt gewesen, als die Mauer fiel. Also ich bin jemand, der 100% auch zum Verfassungsschutz steht, weil ich weiß, dass es dazu eine parlamentarische Kontrolle gibt, die eben den Unterschied ausmacht. Es gibt keinen verselbstständigten Verfassungsschutz. Und jetzt, wir haben ja den Auftrag auch verstanden nach 2003, dass wir im Prinzip die Verfassungsschutzleute
also dass die nicht Einfluss haben sollen auf die Tätigkeit und auf die Programmatik der NPD und gar nicht in die Gefahr kommen sollten, oder das sollte gar nicht dieses Risiko, dass das so sein könnte, sollte ausgeschlossen werden. Deswegen dann auch die V-Leute nicht nur abzuschalten, sondern auch abzuziehen. Das haben die Innenminister uns allen bestätigt, und ich gehe davon aus, dass das dann auch die Grundlage dafür ist, dass wir jetzt anders wie 2003 letztendlich mit den, also Unterlagen beziehungsweise mit den auch Sachverhalten, die wir dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt haben, zumindest diese Kritik abgestellt haben und eine bessere Ausgangssituation, eine wesentlich bessere Ausgangssituation haben als zuvor. Herr Müller, Sie wollten von sich aus was sagen, aber helfen Sie mir vorher und erklären Sie den Nichtjuristen unter unseren Zuschauern, warum das, was Herr Tillich gerade beschrieben hat, nämlich die V-Leute in den höheren Sphären der NPD vom Bundesverfassungsgericht als so problematisch angesehen wurden, dass damals das Verbot gar nicht erst weiter geprüft wurde deshalb. Weil eine relevante Minderheit im Senat der Meinung war, dass die NPD im Grunde staatlich gesteuert ist, also obwohl die V-Leute ja keine staatlichen Agenten sind, ja, aber dass man nicht mehr auseinanderhalten konnte, was jetzt eigentlich originär NPD und was Teil des Staates ist. Und sozusagen eine nach dem Verfassungsgerichtsgesetz relevante, bedeutsame Minderheit hatte eben unter diesen Aspekten, die im Laufe des Verfahrens herauskamen, keine Chance mehr gesehen oder ein Verfahrenshindernis gesehen, das Verfahren weiterzuführen. Und jetzt ist man ja gerade dabei, mit Nachsitzen der Länder zu klären, wie ist jetzt überhaupt mit diesen Hausaufgaben aus dem ersten Verfahren umgegangen worden. Aber ich muss noch kurz eine Anmerkung dazu machen, dass Journalisten so oft zu wissen glauben, was Politiker meinen, liegt unter anderem daran, dass Politiker offen sagen, ich bin für ein NPD-Verbot und ziehe nach Karlsruhe und zu Journalisten im vertraulichen Gespräch, ich halte das Ganze aber für Blödsinn. Und da kommt man natürlich ins Grübeln. Jetzt kann man immer noch sagen, weil Sie wissen jetzt nicht, einen kennen, können Sie das hier nicht erzählen. Wir wissen nicht, was Sie wirklich meinen, aber das ist etwas ambivalent gelegentlich, was Politiker sagen und verbreiten auf verschiedenen Kanälen. Aber ich glaube, der Punkt ist, V-Leute braucht man durchaus zur Beobachtung radikaler Parteien. Es hat sich bloß im Verfahren herausgestellt, dass das ein Verfahrenshindernis bedeuten kann. Ich glaube, man muss viel mehr Wert darauf legen, Hass und Gewalt zu bekämpfen. Und zwar da, wo sie auftauchen und egal unter welcher Fahne. Und es ist weniger wichtig, Propagandadelikte zu bekämpfen und sich darüber zu streiten, ob das jetzt, was das jetzt für ein verfassungsfeindliches Symbol sein soll, sondern Hass und Gewalt und nationalbefreite Zonen sind natürlich unsäglich. Und die muss man viel gezielter und auch härter bekämpfen. Aber ob jetzt ein Bezirksschornsteinfeger nur wegen reiner Mitgliedschaft in einer Partei entlassen werden muss, ist schon wieder eine weitere Frage. Und da, glaube ich, gibt es ein Problem. Natürlich kann man das Parteienprivileg ausnutzen, aber ich vermisse, dass bei den wirklichen Rechtsverletzungen hart vorgegangen wird und es wird auf Nebenschauplätze verlagert. Haben Sie jetzt wasserdicht nachgeliefert, Herr Scholz? Ja. Das heißt, Sie sind der festen Überzeugung, dass dieses Verfahren jetzt nicht mehr scheitern kann? Das ist meine sichere Überzeugung. Und ich glaube auch, dass die Länder, die Innenminister, alle, die daran beteiligt waren, auch die Verfahrensbevollmächtigten, wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben. Deshalb bin ich sehr optimistisch. Nun ist das ein offenes Verfahren und ich finde, das ist jetzt eine ziemlich schlechte Idee, dass man im Verfassungsgericht... Ich fand das eine gute Idee, das zu fragen. Dass man im Verfassungsgericht mit dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts im Angesicht sagt, wie das Verfahren ausgehen wird, als Partei. Also das ist ein bisschen schwierig. Trotzdem sage ich jetzt mal als Partei, als jemand, der als eines von den 16 Ländern unbedingt will, dass das so ausgeht, dass wir das Verbot hinbekommen, dass ich glaube, dass wir sehr gute Arbeit gemacht haben. Und zwar, weil wir das getan haben, was wir im Hinblick auf das letzte Verfahren meinen, beachten zu müssen. Ich finde, es muss noch mal gesagt werden, es gibt keine Mehrheitsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass V-Leute ein Problem sind. Es hat eine Minderheit gegeben, die das für ein Problem erachtet hat. Und deshalb aber eine richtig relevante. Eine richtig relevante. Deshalb respektieren wir das. Es gibt, ich will auch gar nicht verhehlen, und das ist jetzt komplett auch richtig organisiert. Es hat auch viele Landesämter für Verfassungsschutz, Inlandsnachrichtendienste ja in Wahrheit, das ist mit dem Namen immer so ein bisschen missverständlich, was sie eigentlich tun, hat es viele gegeben, die immer schon sichergestellt haben, dass keine Führungskräfte V-Leute sind. Bei anderen ist das ein bisschen komplizierter gewesen, da hat es aber dann irgendwann eine gemeinsame Praxis gegeben, dass wenn jemand aufsteigt, gewissermaßen in zu große Funktionen, dass man ihn dann nicht mehr als V-Mann oder V-Leute einsetzt. Und es ist jetzt auch im Vorfeld des Verfahrens, auf das wir zugearbeitet haben, entschieden worden, diese V-Leute
nicht mehr in Betrieb zu haben, wenn man das mal so sagen kann. Und da will ich doch noch den Sachen loswerden. Ich habe das Gefühl, die Debatte krankt ein bisschen darunter, dass man V-Leute verwechselt mit Agenten und eingeschleusten Leuten, die Beamte der Bundesrepublik Deutschland oder eines Landes sind und sich dann als Rechter verkleiden und da reingehen. Zu denen kommen wir gleich. Sondern das sind, ja, da kommen wir gleich zu. Aber das sind Leute, die sind da aufgewachsen, die sind aus tiefer Überzeugung Mitglieder der NPD zum Beispiel und betätigen sich auch entsprechend. Und außerdem haben sie noch die Angewohnheit, gelegentlich mit öffentlichen Behörden zu reden. Und mehr ist das ja nicht. So. Und dafür Geld zu bekommen. Ja, sowas. Und geführt zu werden. Und das ist natürlich etwas ganz anderes. Und mein Gefühl ist schon, dass in der Debatte, auch in der juristischen Verarbeitung der Debatte, ein bisschen, ich will jetzt nicht in diesem Raum wagen zu sagen, dass verwechselt worden ist, aber es ist jedenfalls etwas völlig anderes, das eine und das andere. Und da wir aber das ja alles respektiert haben, glaube ich, ist die V-Leute-Problematik aus diesem Verfahren rausgezogen. Wir haben genügend Fakten vorgetragen, das müsste aus unserer Überzeugung reichen. Ich würde die beiden, die frei sprechen können, von der wissenschaftlichen Seite, die sich keine Sorge machen müssen, in Konflikt mit dem Gericht zu kommen, jetzt noch fragen. Ich würde nur gerne festhalten, ich habe von Herrn Tillich und von Ihnen jetzt verstanden, so ein Stückchen Selbsterkenntnis dieses Verfahrens ist, dass V-Leute, die keine Agenten sind, dass V-Leute, die aber Geld dafür bekommen, dass sie staatlichen Ämtern Informationen geben, dass sie nicht so tief in Organisationen eindringen sollten, dass der Eindruck entstehen kann, der Staat steuere diese Organisation. Das wäre ja ein wichtiger Teil von Selbsterkenntnis. Wir haben das für diesen Fall sichergestellt. Und ansonsten sage ich aber aus Überzeugung? Aus Überzeugung, dass wir das Verfahren erfolgreich hinbekommen wollen. Und aber natürlich wird es weiterhin so sein, dass radikale, extremistische Organisationen überwacht werden. Und es ist eine Möglichkeit, sich Informationen von denen selbst zu besorgen. Ich glaube, das bewegt die Leute schon sehr stark. Also nicht nur medial, sondern auch die Öffentlichkeit. Die Frage und die Erwartung, dass der BND sich rechtmäßig verhält und dass die NSA sich rechtmäßig verhält. Wobei die Frage ist, verknüpft mit der Ambivalenz der Spionage. Also die wird ja so geduldet. Und Frau Merkel hat auch ihren tollen Satz, Spionage unter Freunden geht gar nicht, langsam wieder aufgegessen, weil sie nämlich gemerkt hat, natürlich, auch Freunde spionieren sich gegenseitig aus, vielleicht nicht immer das Handy des Regierungschefs, aber es passiert so. Und der BND sagt ja selbst, nicht offen, aber im Ausland bricht der BND permanent Recht und die NSA vice versa bricht hier vermutlich auch deutsches Recht. Das Problem ist nur, das würde ja auch keiner von uns thematisieren. Die NSA hat wahrscheinlich 6 Anschläge in Deutschland verhindert und womöglich hunderte Menschenleben gerettet. Das ging immer maßgeblich auf amerikanische Dienste zurück. Da hat komischerweise keiner gesagt, Moment, wo habt ihr das eigentlich her? Die Methoden werden ja nicht viel anders gewesen sein. Also das ist diese Ambivalenz, das ist dieser Geheimdienstverbund. Und der Boston-Attentäter in Amerika kam ja auch heraus durch einen Tipp des russischen Auslandsgeheimdienstes. Also da gibt es einen internationalen Geheimdienstverbund. Und wenn es akut wird, dann fragt man auch nicht danach, ob das jetzt aus dem jordanischen Foltergefängnis kommt, etc. Also ich glaube, das ist die Ambivalenz. Also man erwartet rechtmäßiges Handeln, kann aber im Grunde das nicht garantieren und kann es auch nicht recht erwarten. Und wir wissen ja jetzt, Sie haben es angedeutet, auch Herr Scholz, wir wissen ja auch noch gar nicht genau, was mit diesen Selektoren jetzt genau geschehen ist, was ausspioniert wurde. Und die parlamentarische Kontrolle, glaube ich, auch funktioniert passabel. Man kann auch über einen Sonderermittler oder Geheimdienstkoordinator nachdenken. Aber letztlich gibt es ja auch eine Gewaltenteilung. Auch die Regierung hat ja ein Interesse daran, Öffentlichkeit mal davon abgesehen, dass das klappt. Und man muss, glaube ich, in der Tat nicht immer unterstellen, dass der Geheimdienst das Ziel hat, ein rechtswidriges Eigenleben zu führen und sich nur mit rechtswidrigen Diensten auf rechtswidrige Weise befasst. Das ist natürlich in Zeiten des globalen Terrors, der auch mit raffinierten Methoden arbeitet, ein Problem. Aber wie gesagt, wir legen da unter Umständen noch zwei Maßstäbe an und sagen dann eben auch bei Terrorverhinderung, der Zweck heiligt die Mittel. Und das ist, glaube ich, diese Ambivalenz, weswegen man mit einer Kontrolle auch nicht alle Probleme lösen kann. Herr Tillich, Frau Lorenz. Ja. Herr Tillich, dann Frau Lorenz. Ja, zum einen, ich wollte noch mal bei Frau Lorenz anknüpfen, weil ich bin zwar selber nie Mitglied eines parlamentarischen Kontrollgremiums gewesen, aber ich würde zumindest diesen Kollegen unterstellen wollen, dass sie mit bestem Wissen und nach bestem Wissen im Prinzip auch handeln und arbeiten. Das heißt also, das ist für die auch keine Veranstaltung, wo man also einzig und allein nach Parteiraison tätig ist, sondern sie leben ja auch unter dem Eindruck, und das merken wir jetzt auch bei der Diskussion, die ja öffentlich über das geführt wird, was uns jetzt bewegt,
es geht ja nicht an diesen Kollegen spurlos vorbei, weil sie sind ja auch in einer Pflicht gewesen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass sie das versuchen. Aber Herr Scholz hat die richtige Bemerkung gemacht. Man findet ja die Fehler meistens erst hinterher und nicht vorher. Das ist, ich habe zumindest mal eine Landesbank aufräumen dürfen und habe dann auch festgestellt, dass die Vorstände den damaligen Kontrollgremien viel Mist erzählt haben, was immer nicht gestimmt hat. Aber die Kontrollgremien haben es auch erst hinterher gemerkt, wo es dann nahezu zu spät war oder schon zu spät war. So, jetzt wieder zurück zu dem, was Herr Müller gesagt hat. Wir haben erst mal so das Wort schon mal in den Raum gestellt, Wirtschaftsspionage. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ist es nicht richtig, dass auch wir Interesse daran haben, dass zum Beispiel es keine deutschen Firmen gibt, die auf illegalen Wege Waffen in Krisengebiete exportieren, obwohl wir ein Waffenexportverbot in solche Krisengebiete haben? Wie machen wir das? Also von daher, man muss sich auch die Frage stellen, also Nachrichtendienste haben etwas an sich, dass sie im Prinzip in dem arbeiten, wo wir nicht alle davon wissen. Also das heißt, das ist nicht etwas, was in der Öffentlichkeit ausgebreitet wird. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass das, was Kollege Scholz gesagt hat, wir hier in einer Thematik unterwegs sind, wo wir momentan alle was vermuten, aber keiner was richtig weiß. Und am Ende des Tages wir alle davon ausgehen müssen, dass wir eins sicherzustellen haben. Das heißt, die Politik, die Regierungen, aber auch die Parlamente und damit letztendlich auch die Öffentlichkeit dann die Gewissheit hat, dass es auf dem Recht und Ordnung, die in Deutschland, also auch Recht und Ordnung als Gesetz gelten, auch geschieht. Und wenn es nicht geschieht, eben dann auch Konsequenzen gezogen werden müssen. Aber mehr kann man nicht voraussetzen. Frau Lorenz. Ich möchte noch mal zur Rolle der Abgeordneten zurückkommen, weil das doch ein wichtiges Thema ist. Ich wollte keineswegs unterstellen, dass die jetzt nicht hinschauen oder so. Darum geht es ja gar nicht. Aber jede Demokratie und jedes komplexe System, also muss ja nicht nur eine Demokratie sein, beruht, wenn es stabil ist, sozusagen auf Vertrauensvorschuss. Man kann nicht alles kontrollieren. Wir kontrollieren auch nicht das Diplom unseres Arztes und so weiter. Wir gehen davon aus, dass bestimmte Vorkehrungen im System dafür sorgen, dass das schon seine Berechtigung hat, was da passiert. Und insofern erwarten sicherlich auch Abgeordnete der Regierungsfraktion, dass sozusagen Mitglieder ihrer eigenen Partei, die in der Exekutivverantwortung sind, gut kontrollieren, was die Dienste machen und so weiter. Also ich glaube, dass es eher so ist. Ja? Und wenn wir vertrauen würden in die umfassende Kontrollfähigkeit von uns allen, dann würden wir Gewaltenteilung gar nicht kennen. Das Misstrauen ist doch eingebaut in unserem System, in der Demokratie. Das hält es am Leben, dass wir immer wissen, es gibt, oder dass wir die Opposition so hegen und schützen und anerkennen. Wir wissen, es kann sein, dass wir etwas übersehen und deshalb brauchen wir sie, damit sie darauf achtet. Und deshalb brauchen wir die Gewaltenteilung. Und das meinte ich. Ja? Insofern ist es sinnvoll, darüber nachzudenken, ob es ausreicht, wie jetzt, sozusagen, wenn wir ein gewisses Gefälle natürlich haben in der Herausgabe von Informationen durch die Exekutive an ein parlamentarisches Kontrollgremium, oder ob wir vielleicht doch den Zugriff auch stärken müssen mit all den Kontrollinstrumentarien, die man so kennt. Ob das die doppelte Draufsicht ist, das Berichtswesen, das haben wir alle schon. Oder vielleicht doch eben die Möglichkeit der überraschenden Spotchecks oder sowas, also der Stichprobenkontrollen und so. Also ob nicht die an diesem Instrumentarium etwas zu ändern wäre. Aber ich denke, man sollte auch einräumen, dass bestimmte Probleme, die wir haben in der Kontrolle der Geheimdienste, was sie tun und so weiter, einfach strukturell angelegt sind. Ja, also manchmal scheint mir so die Debatte wieder so, als würde man unterstellen, dass mit Absicht jetzt die Kanzlerin oder irgendwelche Mitarbeiter der Dienste oder Abgeordnete sozusagen jetzt Fehlverhalten an den Tag legen. Darum geht es doch nicht. Also wie soll man es dann ohne Probleme anders organisieren? Ja, also ich wünsche mir ein bisschen in der Debatte auch, dass man sich hineinversetzt, wie schwierig das einfach ist und dass bestimmte Probleme auch nicht aufzulösen sind. Mir gefiel Ihr Vergleich mit der Landesbank gut, weil das ja ein Beispiel dafür ist, wie wir es auch in der Finanzmarktkrise an vielen Stellen erlebt haben, dass mindestens wir durchschnittlich Informierten, sie besser informiert, aber ich sage mal, dass die allgemeine Öffentlichkeit vermutet hat, dass Dinge im Wesentlichen gut laufen und Kontrollen funktionieren und man im Rückblick merkt, dass auch Kontrollmechanismen verändert werden müssen. Ich will jetzt nicht weiter darüber spekulieren, was alles zwischen BND und NSA passiert ist. Wir wissen es nicht, aber vermutlich wird man im Rückblick der Erkenntnisse, die man gewinnt, auch darüber zu entscheiden haben, ob die Kontrolle so, wie sie im Moment ist, funktioniert oder ob man sie verändern muss. Also eine Sache, glaube ich, muss man doch sagen. Wir wissen noch nicht alles, aber auch wir wissen schon, auch weil es jetzt ja überall zugegeben ist, da ist auch was Falsches passiert. Und natürlich interessiert uns, wie es dazukommen kann. Und wir müssen von unserem Nachrichtendienst, von dem wir erwarten und verlangen, dass er mit anderen Nachrichtendiensten zusammenarbeitet,
gleichzeitig erwarten, dass er sich so aufstellt, dass er, wenn ihm da was untergeschoben wird, wenn da Sachen passieren, die er selber nicht richtig findet und die er aus den Perspektiven unseres Landes nicht richtig finden kann, dass er sie auch unterbindet. Und das ist hier ja technisch ganz offensichtlich mit allem, was wir bisher wissen, nicht richtig gelungen, nicht zur richtigen Zeit. Und da erwarte ich schon, dass man, wenn man also jetzt solche Abfragen kriegt, könnt ihr diese verschiedenen Daten mal überprüfen mit den Techniken, die ihr habt, dass man dann genau hinguckt und verhindert, dass darunter was ist bei den unglaublich vielen Datensätzen, um die es geht, was wir nicht dabei haben wollen. Dann muss man sich so aufstellen, dass einem das nicht durchrutscht, sondern dass man sicher ist, dass man praktisch, auch wenn es 800.000 oder 300.000 Datensätze sind, jeden einzelnen so weit kontrolliert hat, dass da nichts ist, was wir mit unseren rechtlichen Maßstäben nicht vereinbaren wollen. Das heißt aber, der Dienst muss gestärkt werden demnach. Er muss in dieser Hinsicht sicher gestärkt werden, dass ihm das nicht passiert. Also da reicht dann nicht Freundschaft und dass sie das schon nicht machen werden. Das hat sich ja nicht als ganz richtig erwiesen. Herr Volkmann. Ja, vielleicht noch zum Abschluss würde ich doch ganz gerne noch mal die grundsätzliche Ebene ins Spiel bringen. Das ist eigentlich kein Problem der Demokratie oder der werfenden Demokratie, sondern es ist eigentlich eher ein Problem des Rechtsstaats. Und die Grundidee des Rechtsstaats ist, dass sich staatliche Herrschaft in den Bahnen und in den Grenzen des Rechts vollzieht und alle Herrschaft rechtlich gebundene Herrschaft ist. Und die Grundfrage, die dann Herr Müller auch ansprach, ist es zulässig, in bestimmten Bedrohungs- oder Gefahrensituationen sich im Einzelfall über das Recht hinwegzusetzen, um das Recht insgesamt zu retten. Die offizielle Antwort kann immer nur sein, und da würde ich immer auch dafür plädieren, dass wir an dieser Idee des Rechtsstaats festhalten und die auch durchzusetzen versuchen. Wir müssen aber auch da sehen, dass die Mentalitäten oft andere sind. In der Bevölkerung herrscht da durchaus so eine Theorie, so eine Auffassung vor, die kann man die Dirty Harry-Theorie nennen. Das ist nach diesem Polizeifilm mit Clint Eastwood aus den 70er Jahren. Da saß der Beschuldigte, der nichts preisgeben wollte, der saß im Verhörsraum, der wurde ordnungsgemäß befragt und dann schickte man irgendwann Clint Eastwood in den Raum und der hat die Sache geklärt. Und da gab es, wie gesagt, da gab es eine bestimmte Sympathie dafür, die auch heute, glaube ich, noch verbreitet ist und die vielleicht auch diese gewisse Nachlässigkeit oder diese mangelnde Aufmerksamkeit gegenüber dem, was passiert, erklären könnte. Aber wir müssen im Grunde, und das ist ja das, was wir hier auch versuchen, wir müssen im Grunde an dieser Grundantwort festhalten, dass auch Herrschaft immer nur rechtlich gebundene Herrschaft ist und dass auch die Nachrichtendienste in rechtlichen Grenzen arbeiten müssen, an die wir sie von Zeit zu Zeit aber vielleicht auch eben mal erinnern müssen. Ich versuche, wird sie dann ansprechen, ich versuche den Bogen zu einem letzten Aspekt zu spannen und noch mal zu schildern, wo wir in der Diskussion herkommen. Unsere Leitfrage heißt, wie schützen wir unsere Verfassung? Wir haben mit der Möglichkeit des Parteiverbots ein Instrument, das historisch in den 40er Jahren sehr begründet war, über dessen Ambivalenz wir gesprochen haben, auf jeden Fall darüber, dass es seltene Relevanz in der Praxis hat. Wir haben gerade deshalb über die Kontrolle der Geheimdienste gesprochen, weil die Bedrohung des Rechtsstaats und unserer Verfassung heute so vielfältig ist, dass dieses Instrument sehr viel stärker geworden ist, intensiver eingesetzt wird als früher, andere Möglichkeiten hat und sich deshalb auch die Frage der Kontrolle stellt. Zum Schluss, Herr Tillich, wäre dann meine Frage, wenn wir an diese wachsenden Bedrohungen denken und das, was digital und anders möglich ist, welche zusätzlichen Mittel, welchen zusätzlichen Zahn braucht denn da der Rechtsstaat? Wir haben ja jetzt eigentlich nur über Deutschland geredet. Es gab vor wenigen Tagen mal einen Vorstoß einer Verteidigungsministerin, die gesagt hat, wir brauchen eine europäische Armee. Ich habe gestern gelernt, also bei der britischen Marine sitzen die Iren schon mit drin. Auf unserem Schiff, auf dem ich war, auf der Fregatte Sachsen, waren amerikanische Offiziere, die wie selbstverständlich wissen, was da passiert. Das heißt, wir reden da im Prinzip schon mittlerweile über eine internationale Zusammenarbeit. Trotzdem hat Frau Lorenz gesagt, haben wir eine unterschiedliche Ausprägung des demokratischen Systems. Also auch die parlamentarische Demokratie in Großbritannien ist eine andere, wie wir sie in Deutschland kennen. In Frankreich haben wir eine Präsidialdemokratie. Ich weiß nicht, wie sie in Malta organisiert ist, aber auch Malta ist Mitglied der Europäischen Union und genauso die Tschechische Republik. Und die sind, weiß Gott, nicht schlechter, nur weil sie aus dem Osten kommen. Also mit Verlaut, naja, ist ja gelegentlich so die Feststellung, die man dann macht. Also ich höre das ja manchmal direkt und manchmal zwischen den Zeilen. Also von daher will ich nur sagen, also auch das müssen wir uns mal die Frage stellen. Und deswegen haben Sie die richtige Frage gestellt. Die Welt hat sich verändert. Es wird nicht mal die Brücke gesprengt durch den Terroristen, sondern er dringt in den Computer ein. Er hat nicht den Schweißbrenner mehr in der Hand, um die Kronjuwelen zu stehlen, sondern er macht es intelligenter. Er schaltet die Sicherheitsüberwachung ab. Also das heißt,
Da passiert etwas und wie wir da darauf antworten, das, glaube ich, geht nur über die Zusammenarbeit, also quasi national. Das heißt, also wir, auch die Länder haben ja dafür Voraussetzungen geschaffen, nach also NSU jetzt wiederum, um da zurückzukommen, um bei der Extremismusbekämpfung enger zusammenzuarbeiten mit diesem gemeinsamen Zentrum gegen Extremismus. Und jetzt ist die zweite Frage natürlich, wie gehen wir auch also auf der europäischen Ebene um und vielleicht sogar darüber hinaus. Und das hat ja Herr Müller ja gesagt, also da gibt es ja durchaus also punktuell Zusammenarbeit mit Leuten, mit denen man sie sich teilweise wahrscheinlich auch nicht vorstellen kann. Und deswegen, Terrorismus ist heute nicht mehr das, was man aus den sächsisch-preußischen Kriegen kennt. Da stehen sich zwei Armeen gegenüber und das war es dann aber auch, sondern Terrorismus ist heute überall möglich. Und dementsprechend natürlich nicht kalkulierbar, nicht berechenbar und nicht mit herkömmlichen Mitteln auch bekämpfbar. Welche Instrumente brauchen die staatlichen Organe, die sie heute nicht haben, um etwa Cyberterrorismus und viele andere Dinge zu bekämpfen? Rechtlich, praktisch? Was helfen erweiterte Überwachungsmöglichkeiten des Staates, Datenspeicherungsmöglichkeiten, auch in diesem Saal schon behandelt, hoch umstritten? Ich wusste, dass Sie darauf hinauslaufen. Das habe ich gewartet, bis Sie es auch machen. Also erstens glaube ich schon, dass wir eigentlich ein ganz gutes Setting haben. Das, was in Deutschland und in Europa existiert, ist jetzt nicht so schlecht, um die Demokratie aufrechtzuerhalten, den Rechtsstaat zu verteidigen. Und trotzdem müssen wir immer gucken, ob unsere Instrumente aktuell noch stimmen. Wir haben in Deutschland im Augenblick eine Diskussion darüber, ob wir die Möglichkeit besser nutzen können, dass Daten, die andernorts erhoben worden sind, von uns abgefragt werden können, weil sie noch da sind. Das sind die Speicherfristen für bestimmte Daten. Darüber hat es Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts gegeben und des Europäischen Gerichtshofs. Beide Entscheidungen würden dem Staat mehr Handlungsmöglichkeiten überlassen, als gegenwärtig von der Bundesregierung vorgeschlagen sind. Und insofern glaube ich, dass es erstens richtig ist, was zu machen, aber dass auch die Bundesregierung da eine ganz gute, abgewogene Position entwickelt, um mit Speichermöglichkeiten umzugehen und dabei wahrscheinlich ja sogar rechtlichen Schutz für die Bürgerinnen und Bürgerschaft, der heute nicht existiert. Denn das, was ja gar nicht alle wissen, wir reden hier teilweise über Daten bei Telekommunikationsunternehmen, die sowieso immer haben, manchmal viel länger als die Zeiträume, die hier gegenwärtig diskutiert werden, wo wir heute nur sehr wenige Vorschriften für die Datensicherheit haben und wo wir auch keine Löschungsvorschriften haben, die wirklich relevant sind. Mit dem Vorschlag, der vom Bundesjustizminister im Augenblick entwickelt wird und in der Bundesregierung diskutiert wird, wäre alles das auch noch verbunden. Also mehr Datensicherheit, das hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil bei diesem Thema verlangt. Löschungsmöglichkeiten, Beschränkung des Kataloges, in dem man das nutzen kann. Immer ein Richter dabei, der eine Entscheidung treffen muss. Sodass ich glaube, dass das möglicherweise, wenn man das einmal unvoreingenommen anschaut, eine gute Verbesserung staatlicher Handlungsmöglichkeiten ist bei einer Verbesserung der rechtsstaatlichen Infrastruktur. Zustimmung, Frau Lorenz? Nee, ich würde noch mal das Dilemma rausstreichen, in der die Regierung steht. Ja, also sie geht nicht so weit, wie sie könnte. Und genau das ist ja wieder ein Problem aus Sicht von Kritikern, die sagen, das ist ja gar nicht effektiv, das bringt ja gar nichts in der Aufklärung zusätzlich, weil sie nicht so weit geht, weil wir keine totale Überwachung haben, um es mal plakativ zu sagen. Wenn man setzt sich zweifach der Kritik aus. Erstens, dass überhaupt es eine Vorratsdatenspeicherung geben wird und zweitens, dass sie ja noch nicht mal effektiv ist und deshalb nutzlos, weil sie auch auf die Kritiker eingegangen ist. Ja, oder auf die Kritiker. Weil sie nach 10 Wochen... die Löschung vorsehen will, meinen Sie? Genau, ja. Also weil sie eben bestimmte Dinge nicht macht, die möglich wären, engen Katalog und so weiter. Das muss man sich mal überlegen, also wie soll man dann aus so einem Dilemma rauskommen? Das ist überhaupt nicht auflösbar. Sie wird sich einfach der Kritik aussetzen müssen, das ist ja auch, wenn es vielleicht sinnvoll, aber sie hat gar keine Chance. Ja? Also so, ja? Diese Kritik ist einfach strukturell angelegt. Ja? Also entweder man geht sehr weit und beschränkt dann Bürgerrechte und setzt sich der Kritik aus, oder aber man macht es zurückhaltend und dann kriegt man das Effektivitätsargument. Ja? Also das bringt ja gar nichts in der Aufklärung. Ist der Staat zu verzagt? Ich denke gerade an dieses Wort vom Supergrundrecht auf Sicherheit von Herrn Friedrich. Also sind wir wegen all dieser Diskussionen und Sorge vor Kontrolle und Missbrauch
einfach viel zu verzagt und der Staat nutzt gar nicht all die Möglichkeiten, die er nutzen müsste, um zu schützen? Er neigt nur auch hier, sich auf der falschen Front zu verkämpfen. Wenn man sieht, dass wir auch als Halter uns melden müssen, als Einwohner registriert sind, dann zum Beispiel von einem Generalverdacht bei der Vorratsdatenspeicherung zu sprechen, wo auch sonst bei anderen Gelegenheiten auf zufällig erhobene Daten oder schon vorhandene Daten zugegriffen wird, ist falsch. Wenn man dagegen sieht, was Konzerne, die viel mächtiger sind als viele Staaten wie Google oder Facebook, was die an Nutzungsbedingungen dem Bürger auferlegen, die teilweise nicht ausweichen kann. Und selbst Leute, die dann kommunizieren mit diesen Mitgliedern von Facebook, müssen alle ihre Daten hochladen. Das scheint mir fast eine größere Gefahr zu sein, auch wenn wir über Gegner des Rechtsstaats reden. Und tatsächlich, Sie haben gesagt, Brücken werden nicht mehr gesprengt, Armeen stehen sich nicht mehr gegenüber. Diesen Aspekt, finde ich, muss man auch noch in diesen Tagen erwähnen. Wir haben eine völkerrechtswidrige Annexion gehabt, nicht so weit von hier. Und die Bundesregierung setzt neue Panzer in Marsch und lässt neue Panzer bauen. Hat man vor kurzem noch gedacht, das ist ja völlig überholt. Wir reden nur noch über Cyberwar. Und jetzt reden wir schon wieder darüber. Also dadurch ist ja womöglich das Grundgesetz mittelfristig bedroht. Und ein paar Kilometer weiter östlich wird das auch ganz anders gesehen, diese Bedrohung. Und da, glaube ich, relativieren sich auch einige von den Szenarien, über die wir reden. Und da kann man, glaube ich, dann wieder oben lassen sein. Mhm. Herr Brockmann. Ja, Herr Schönbaum, Sie haben uns ja vorher gesagt, wir sollten Gegensätze aufbauen, damit die Diskussion etwas spannender wird. Das wird jetzt ein bisschen schwer, weil ich da auch gar nicht grundsätzlich widerspreche. Ja. Da hätten wir vielleicht jemanden von der Süddeutschen oder vom Chaos Computer Club einladen müssen. Dann hätten wir hier einen Gegensatz gehabt. Was die Vorratsdatenspeicherung angeht, bin ich auch eigentlich vom Ansatz her nicht dagegen. Man kann das machen. Das Problem ist, die Effektivität, Frau Lorenz, kann man eigentlich immer erst beurteilen, wenn das Instrument da ist. Also wenn dann tatsächlich auch mal davon Gebrauch gemacht worden ist, wenn man sieht, was das Instrument nutzt. Vorher bewegen wir uns im Bereich von Prognosen. Und das Problem auf der anderen Seite ist, dass wir in den letzten 20, 25 Jahren eine ziemliche Aufrüstung des Polizeirechts und auch der Strafprozessordnung mit einer ganzen Reihe von Ermittlungsmaßnahmen haben, bei denen wir immer nicht wissen oder gewusst haben, funktionieren die, nützen die was, helfen die uns tatsächlich. Und das Problem ist, wenn die erst einmal da sind, dann kommen die erfahrungsgemäß auch nicht mehr raus. Also es wird ganz wenig aus diesem Katalog, der da mal eingeführt wird, dann am Ende wieder weggenommen, weil dann immer doch die Überlegung da ist, vielleicht brauchen wir es doch irgendwann mal. Es hat uns in der Vergangenheit nicht geholfen, aber in der Zukunft könnten wir es vielleicht doch mal brauchen. Und das ist dann natürlich ein Problem. Und vielleicht nur eine Korrektur. Also Herr Friedrich hat viel gesagt, aber das Grundrecht auf Sicherheit hat mein Kollege Josef Isensee vor 30 Jahren schon kreiert. Also Ehre, wem Ehre gebührt. Dann hat er dort gut zitiert. Auch hier nochmal vielleicht zur Richtigstellung. Also die Vorratsdatenspeicherung ist ja nicht vorrangig zur Gefahrenabwehr, sondern zur Strafverfolgung. Strafverfolgung, ja. Das heißt, wir reden dann über das, was schon geschehen ist. Ja, wobei sie vorher auch zur Gefahrenabwehr eingeführt war, in der ersten Version. Ja, aber wir reden jetzt über das, was jetzt auf dem Tisch liegt. Und ich meine, ich habe zumindest eins gelernt, dass sich nicht nur die Digitalisierung der Welt weiterentwickelt, sondern auch die Rechtsprechung sich weiterentwickelt und damit auch die Gesetzgebung sich weiterentwickeln kann und also auch vielleicht auf neue technische Entwicklung auch reagieren muss. Also von daher, was wir jetzt tun, muss ja nicht das letzte Wort sein. Richtig ist, dass man natürlich in der Politik es gelegentlich schwer hat, wenn eine Meinung, also einem entgegenschlägt, natürlich sich gegen diese Meinung doch durchzusetzen und dann vielleicht der Schritt nicht in dem Sinne, wie Sie es gesagt haben, weil hier war so eine große Übereinstimmung, dass wir dann sagen, jetzt machen wir einen großen Wurf. Also das ist, glaube ich, auch etwas, wo man auch sagen kann, auch da sind wir ja nicht in der Politik so, dass wir nicht sagen, wir sind auch bereit zu lernen. Und wenn eben die Maßnahmen, die wir bisher miteinander vereinbart haben und die Polizisten sagen, nach 4 Wochen, das reicht uns noch nicht, weil wir akute Fälle haben und wir werden dann ganz anders darüber diskutieren. Also Deutschland war ja auch durch die bisherige Tätigkeit, Gott sei Dank, das muss man ja immer wieder sagen, durch Anschläge auch verschont, was ja in anderen Ländern zu ganz anderen Reaktionen geführt hat, natürlich nachdem es zu vielen, vielen Opfern gekommen ist. Also von daher glaube ich, das, was wir jetzt tun, ist der Weg, so wie es Herr Scholz beschrieben hat, der machbar ist, politisch auch durchsetzbar ist. Die Koalition hat sich darauf verständigt. Und dann müssen wir sehen, ob es im Prinzip die Wirksamkeit auch entwickelt, die wir uns davon versprechen. Ich suche übrigens eine optimistische Vermutung. Das Bundesverfassungsgericht hat ja bei seiner letzten Entscheidung von etwas gesprochen, dessen verfassungsrechtliche Bedeutung ich bis dahin nicht kannte, nämlich dem Gefühl des Beobachtetwerdens, das man vermeiden muss. Und ich glaube, dass durch den Fortschritt, den wir mittlerweile in Diskussion haben und den jetzt so eingehegten Vorschlag, der ja übrigens auch rechtsstaatliche Verbesserungen mit Löschungsvorschriften und anderen Sachen mit sich bringt,
dass das vielleicht dazu beitragen kann, dass wir diese Handlungsoptionen der zuständigen Organe haben und das gleichwohl nicht entsteht. Weil das ist dann ja ein Fortschritt. Ich habe jetzt lange nach einer klugen Schlussfrage gesucht. Und zwar deshalb, weil mich, Herr Volkmann, Ihre Ausführung zu Beginn über die verblassenden Werte des Rechtsstaats irgendwie nicht loslassen. Also der Gedanke, ich werde Sie nicht richtig zitieren, fürchte ich. Ich versuche es trotzdem. Wollen Sie? Ich habe nicht gesagt, dass sie verblassen, aber dass diese Werte nicht die starke Identifikationskraft haben, die die frühere Nationalidee oder eine religiöse Kraft mal hatte, sondern die sind einfach abstrakter. Das muss man sehen. Das ist auf der anderen Seite ihr Nachteil oder ihre Schwäche, dass sie eben nicht diese emotionale Bindung auf sich ziehen, die diese früheren Ideen mal hatten. Das ist aber auf der anderen Seite eben auch ihr Vorteil, weil sie natürlich eben eine viel größere Zahl von Leuten integrieren kann und es viel mehr Leute gibt, die sich damit eben auch identifizieren können. Dann versuche ich es mal anders und es gibt Ihnen dann nochmal abschließend auch Gelegenheit zu einem Fazit oder zu einer Positionierung. Wir haben Zeiten gehabt, wo die einen vehement den starken Staat forderten und die anderen Angst hatten vor einem zu starken Staat. Heute sind wir eher in einer Phase, wo sich die meisten Bürgerinnen und Bürger um den Staat nicht viel Gedanken machen. Sie haben verstanden, dass er vor bestimmter Unwill nicht schützen kann und viel Angst vor dem Staat gibt es eigentlich auch nicht mehr. Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Frage gesprochen, wie der Staat unsere Grundwerte, unsere Verfassungswerte schützen kann und über dieses Spannungsfeld von Freiheit, die er garantieren soll und gleichzeitig Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen, die er ergreifen muss, um die Freiheit auch wirklich schützen zu können. Brauchen wir, ich sag mal ganz zugespitzt, brauchen wir mehr Freiraum oder brauchen wir einen Staat, der stärker für mehr Sicherheit sorgt, mit all den Feldern, die wir jetzt besprochen haben? Ja, da würde auch der Wissenschaftler wieder sagen, wir brauchen eine Balance. Mehr kann man eigentlich. Über diese Austarierung müssen wir uns immer von neuem streiten. Die kann sich auch im Laufe der Zeit immer mal verschieben. Also je nachdem, mit welchen Bedrohungslagen wir es zu tun haben, können wir vielleicht auch mal sagen, wenn sich die abschwächt, wir nehmen vielleicht auch manche Beschränkungen, die wir hatten, wieder ein Stück zurück. Und das ist nur das, wie gesagt, was ich glaube, was relativ selten passiert. Aber wenn wir eine Bedrohungslage haben, die wir ernst nehmen müssen, dann kann das meines Erachtens gar nicht anders gehen, als dass wir auch dem Staat die Möglichkeiten an die Hand geben, die er braucht, um dagegen vorzugehen. Herr Scholz. Ausgehend von dem, was Sie eingangs gesagt haben, würde ich gerne ein bisschen einen anderen Akzent setzen. Demokratie, Rechtsstaat und Pluralismus sind längst unser Lebensgefühl geworden. Das sind nicht nur juristische Institutionen. Deshalb sind wir auch so viel gelassener und lassen uns auch in solche Gegensatzdebatten weniger treiben, als das anders der Fall ist. Und es ist uns nichts verloren gegangen, sondern wir haben etwas gewonnen. Und die Debatte, die zum Beispiel die russische Politik gegenwärtig führt, ist ja doch, ob man den Patriotismus, den starken Staat, die Abgrenzung zu anderen braucht, um staatliche Integration herzustellen. Unsere Antwort ist, das brauchen wir nicht. Wir haben eine starke, wehrhafte Demokratie, die mit den Unterschiedlichkeiten der Bürgerinnen und Bürger gut lebt und wo sich alle sicher sind, dass wir sie auch in die Zukunft bewahren können und auch unsere staatliche Integrität. Und deshalb, glaube ich, ist dieses Gedanke Demokratie, Rechtsstaat und Pluralismus sind längst unser Lebensgefühl geworden, das Entscheidende. Und dann können wir auch entspannt über solche Fragen reden. Ja, wir feiern ja dieses Jahr 25 Jahre Wiedervereinigung. Das ist das eine. Das andere ist, wir feiern 26 Jahre Fall der Mauer und des Eisernen Vorhangs. Das heißt, auch der Wettlauf um das bessere System ist ja damit beantwortet worden. Jetzt geht es also damit letztendlich um etwas, wo wir heute eine Generation haben, die heute aufwächst, die also quasi nichts anderes kennt als Frieden, als ein Grundgesetz, welches wirkt, eine Regierung, die dafür sorgt, dass das Grundrecht eingehalten wird. Das heißt also, dass es etwas anderes unmittelbar vor der Haustür gibt. Das ist den meisten unbekannt. Darauf hat Herr Müller hingewiesen, dass es gar nicht so weit weg ist, wo etwas anderes passiert und wir letztendlich auch nach einer passenden Antwort suchen, weil wir ja auch wissen, dass wir eine internationale Eingebundenheit haben, die uns das eine Leben manchmal einfacher und einmal anders wieder schwieriger macht. Also lange Rede, kurzer Sinn,
was Sie, Herr Professor Volkmar, gesagt haben, dass da eine gewisse Verblassung der Werte ist, das mag etwas mit der, also ich würde es so interpretieren, Sie so interpretieren, dass es etwas zur Selbstverständlichkeit geworden ist, die Demokratie und Sie, also quasi dieses, was man ja auch sagt, Demokratie muss jeden Tag neu verteidigt werden, dass dieses Gefühl des täglichen Verteidigens der Demokratie nicht mehr so präsent ist, weil man davon ausgeht, da sorgt schon jemand davon. Also das heißt, manchmal verlässt man sich auf den rechten oder linken Nachbarn oder auf den Staat, dass er dafür sorgt. Und das ist wiederum, da sind wir wieder bei der Eingangsdiskussion, wenn es um Rechtsextremismus oder Linksextremismus oder auch religiösen Extremismus geht. Ich glaube, da sind wir mittlerweile, haben wir auch in den letzten Monaten wieder eine neue, ich sage jetzt mal auch, Sensibilität entwickelt, eben auch für diese Wachsamkeit und auch für das, also für den Einsatz für die Demokratie, auch in den öffentlichen Diskussionen. Und da meine ich, dass es gut so ist. Frau Lorenz. Ja, ich möchte ein bisschen in die Richtung gehen und nochmal an was anschließen, was ich am Anfang gesagt habe. Alles geht von der Gesellschaft aus. Der Rechtsstaat, über den wir so sprechen, ist nichts als ein theoretisches Konstrukt, wenn er nicht akzeptiert und mit Leben gefüllt ist. Er exekutiert sich nicht selbst. Er braucht Menschen, die ihn mit Leben erfüllen. Und wenn ich im Moment sehe, dass seit einiger Zeit es im Zuge dieser Pegida, Legida und so weiter Demonstrationen es zum massiven Anstieg von Straftaten gegenüber Ausländerinnen und Ausländern gekommen ist, dann frage ich mich wirklich, ob alles in Ordnung ist. Der Rechtsstaat ist da, aber er muss mit Leben gefüllt werden. Es braucht eine Akzeptanz von unseren Werten bei allen. Die Menschenwürde ganz vorneweg. Und da müssen wir jetzt zeigen, alle, und nicht irgendwelche Verfassungsorgane, die ihre Pflichten erfüllen, sondern wir alle als Bürgerinnen und Bürger, sind wir auch bereit, das, was hier ist, was da ist, zu verteidigen? Und oder verlassen wir uns nur darauf, dass das alles schon gut funktioniert? Das wäre schade. Mir macht auch Sorge, dass obwohl oder weil Freiheit und Rechtsstaatlichkeit zu unserem Lebensgefühl gehören, sich viele innerlich vom Staat verabschieden, so eine Art neues Biedermeier. Die können natürlich auch auf die Straße gehen, ist ihr gutes Recht. Stuttgart 21, Pegida, die dürfen auch nicht zur Wahl gehen, ist auch ihr gutes Recht. Aber dass sie sozusagen an der Respublika nicht mehr teilhaben und sich ins Private zurückziehen, wie gesagt, obwohl im Grunde die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit, vor allen Dingen Freiheit da ist, das gibt etwas Anlass zur Sorge. Und da muss man aufpassen, glaube ich, dass diese innere Immigration, die sich durch alle sozialen Schichten schiebt, wie mir scheint, dass die nicht anhält und dass man nicht irgendein schlimmes Ereignis braucht, um die wieder zusammenzuführen. Ich bedanke mich sehr herzlich für die klugen Gedanken. Tschüss aus Karlsruhe.